Servus Community! Ja, wir spielen wieder Assassin's Creed Odyssey und wir sollen das Totentuch von Penelope finden. Ich will mich noch einmal in dieser Folge entschuldigen für die letzte Folge, wo die Tonqualität echt mies war. Es gab technische Probleme, die ich während der Aufnahme nicht merkte. Und das Problem ist, die Aufnahme war fertig und ich wollte sie euch einfach nicht vorenthalten. Also die Bildqualität ist ganz normal und die passt. Es ist ein bisschen leise, das ist eigentlich das Hauptproblem an dem Video. Ja. Jetzt sollte wieder alles passen, jetzt solltet ihr wieder alles hören, ihr solltet mich wieder normal hören und auch das Spiel normal hören. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Natürlich werden wir nicht nur diese Hauptquest machen, Penelopes Totentuch, sondern wir haben ja das letzte Mal schon geschaut, es gibt ja da noch ein bisschen was, ein Schiff kommt gefahren und das Observatorium, wo ich definitiv einmal hin will, und dort werden wir jetzt auch einmal eine Markierung setzen und dort werden wir jetzt einmal hingehen, bevor wir darüber gehen, weil da drüben, da waren wir ja schon einmal, das ist dieser Tempel des Odysseus und da haben wir mächtig eine auf die Schnauze bekommen. Also denke ich mal, wir brauchen definitiv jedes Level, das wir nur bekommen können. Okay, da ist die Markierung und da ist es grün. Ja, grün. So, jetzt holen wir mal unser Pferdl. Ohne Pferdl geht gar nichts. Wollen wir mal. Weil das immer weit schneller dort. Ich höre auch den Ton jetzt weit besser. Ich habe auch eine neue Aufnahme-Hardware. Ihr solltet jetzt mich auch jetzt besser hören und das Atmen sollte reduziert sein auf fast null. Dass ihr irgendwelche Nebengeräusche hört. Ja, wenn euch das Video gefällt, wie üblich, lasst ein Like da bzw. abonniert den Kanal. Glocke nicht vergessen, um immer am neuesten Stand zu sein. So, und wir schauen jetzt einmal darauf und reiten vor allem darauf. Es schaut nämlich sehr nach einem Synchronisationspunkt aus. Und das ist immer wichtig. So wissen wir, was sich alles tut in der Gegend, wo wir noch hin können. Derzeit muss ich sagen, bin ich sehr begeistert von dem Spiel. Gefällt mir wirklich gut. Ja, das ist definitiv Synchronisation. Schon cool gemacht. Okay. Ich wollte gerade den Sprung des Adlers machen. War jetzt einmal gar nichts. Aber gut. Schauen wir mal da runter zu den Fragezeichen. So holt sie das Schwert raus. Ja, wie gesagt, also es ist definitiv so, ich will die Nebenquests und die Nebenaufgaben machen. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, man muss das auch machen, denn es wird später so schwer, vor allem wenn man immer nur Hauptquests macht, hat man das große Problem, dass das Level schlicht zu niedrig ist und die Ausrüstung nicht passt. So, wollen sie uns da ans Leder oder dürfen wir da rein, ohne dass uns alles tötet? Ich muss mich verstecken. Okay, das beantwortet meine Frage. Ich sehe da jetzt zwar keinen direkten Gegner. Aber sie meinte, sie muss sich verstecken. Naja, dann. Vom alten Fleischstoff gehört. Okay. Aber die Sklaven haben gut bezahlt.
Okay, dann müssen wir uns zulösen. Sollte so nicht laufen, aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir halt. Und da haben wir einen Schatz. So, dann haben wir nur irgendwo. Oh, dann haben wir nur irgendwo einen Banditenanführer. Schauen wir mal, wo der ist. Es ist echt angenehm, wenn der Ton auch wieder passt, aber ich glaube, der müsste da ist. Mal nicht. Interessant. Weil man kann in das Haus sehe ich jetzt keinen Eingang. Diese kleine Luke, aber die ist kein Eingang. Ist vielleicht da unten ein Eingang, dass das von unten drauf geht. Gehen wir nochmal rauf, schauen wir nochmal. Warte mal kurz, da unten ist aber auch kein Eingang nicht gewesen. Nee. Eine Leiche? Ich sehe nach. Aha. Jemand wird dafür büßen. Gut, da ist irgendwo jetzt dieser Banditenanführer. Weil wenn er die Leiche gefunden hat. Okay, der hat die sicher oben gefunden, sehe ich. Kann man vorstellen. War hier noch jemand? Ja. Mach dich kalt! Da bist du ja! Na gut. Dann müssen wir den im... Ich bin ein Spartaner! Und noch einmal! Das war nichts. Falsche Richtung. So. Haben wir den noch erledigt. Sehr schön. Das war's mit den Ausblicken. Den wollte ich auf jeden Fall machen. Da unten haben wir auch noch was. Soweit ich das sehe. Wir werden da jetzt aber kurz einmal einen Speicherer machen. Und mal kurz schauen, was wir da Schönes bekommen haben. Level, oh, das ist aber gewöhnlich, das werden wir gleich einmal zerlegen. Das braucht kein Mensch. Ja, Stufe 7, das ist auch ein gewöhnlicher. Der ist aber besser wie der, glaube ich. Den werden wir zerlegen. Den sowieso. Okay. Ja, Holz brauchen wir. Pfeile herstellen, genau. Haben wir mal 20 Pfeile, das sollte reichen fürs Erste. Und dann schauen wir da runter. Was braucht man noch fürs nächste Level? Oh, da rennt nämlich ein Questgeber. Den würde ich gern wissen, was der will. Schon wieder Banditenanführer.
Söldnerin. Du musst mir helfen. Muss ich? Ja, ja, klar. Wenn du weißt, was gut für dich und deinen Geldbeutel ist, dann ja. Ich bin ganz Ohr. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Wie ich sehe, ist Demut eine deiner Stärken. Wenn man reich ist, kann man sich erlauben, stolz zu sein. Mal sehen, ob es dabei hilft, mich zu überzeugen, dir zu helfen. Meine Drachmen sprechen für sich. Dein Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Viele jemanden, um genau zu sein. Ornios und ich wurden aus demselben Grund verbannt. Betrug nannten sie es. Oh je. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldnerin? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Ich hab bis jetzt nur... Hüte deine Zunge, alter Mann. Ja, ich werde ihn schon retten, weil ich will das Banditenlager da unten machen. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalinia versteht. Ich bin keine Kefalinierin. So, weil das ist sicher da unten in den... So, genau, das ist genau da unten, das haben wir eh gedacht. Das ist jetzt die Frage, wie wir das am besten anlegen. Wir könnten da natürlich reinstürmen und alles niedermetzeln. Bleibt der stehen auch einmal, oder? Aufmerksamkeit haben wir auf unserer Seite. So, jetzt dürfte, sind wir mal da, was schon mal gut ist. Und schauen wir mal, ob wir da jetzt den einen oder anderen in Schleichmar-Variante killen können. Das ist mir weitaus lieber, muss ich ehrlich sagen. Das sind aber zu zweit. Okay, der eine geht da rauf, das ist schön. Beide gehen rauf. Ich sollte Deckung suchen. Komm her. Zu zweit ist schwieriger, alleine wäre es mir lieber. Hören du das herkommen oder nicht? Schauen wir mal, ob wir den so killen können. Du, was machst du? Hey, lauf nicht weg! Jetzt!
hab ich sie! So wollte das Ganze eigentlich, sollte nicht ausgehen. Gut. Aber mittlerweile das ganze Banditenlager am Arsch. So sollte das, das ist eine Lama. Hallo? So. Das sollte auch erledigt sein. So, und wenn wir Glück haben, haben wir jetzt zumindest einmal einen Haufen erledigt. Aber es gibt ja noch einen zweiten. Banditen am Führer scheinbar. Okay, da unten ist der Käfig. Den Hund lassen wir jetzt drin. Jetzt ist die Frage, wo ist da der zweite? Einen Banditenanführer haben wir gekillt, ja, das passt. Mir fehlt aber noch immer ein zweiter. An mich zu legen. Du, hier, rachne für deine Mühe. Obwohl du früher hättest kommen können. Dein ja. Bruder schickt mich. Halt den Mann. Sehr froh, dass ich. Um das klarzustellen, ich bin es, die dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit. Bleib in der Nähe und halt den Rand. Hier brennt wieder alles. Haben wir auch erledigt. Der ist natürlich schon vorausgelaufen, eh klar. Obwohl ich da eigentlich noch ein bisschen was durchsuchen wollte. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Bruder ist tot. Er ist tot? Geh mir aus den Augen, sonst bezahle ich jemanden, der dir die Kehle aufschnitzt. Das würde ich gerne sehen.
Wieso den Haar? Ich hab den doch. Ich hab gekämpft. Wo war der? Das verstehe ich aber jetzt echt nicht. Ich hab doch. Gefangenenbefreiung, Schatzplündern. Hier müssen noch drei Schätze geben. Hier müssen wir wenigstens schauen, dass wir das holen. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Da haben wir mal einen Schatz. Der war doch in Sicherheit, da war doch keiner sonst außer ich. Blöd. Leider kann man die Quest nicht noch einmal machen. Dass wir diese Ort, dieses Dorf hier weitgehend machen. Ich hatte mich schon damit abgefunden. Schade. Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir da die restlichen Schätze finden. Zwei Stück sollten ja noch da sein. Wenn wir sonst schon nichts haben. Des Bruders. Ah, sehr gut. Die blöden NPCs manchmal, ja. Machen sich immer alles selbstständig und dann. Sehr gut. Quest abgeschlossen, Ort abgeschlossen. Wenigstens das haben wir erledigt. So, jetzt schauen wir mal, was wir da Schönes bekommen haben. Da haben wir jetzt einiges bekommen. Die Quest haben wir leider gefailt. Na, ist wieder gewöhnlicher. Den können wir wieder zerlegen. Können wir wieder Pfeile machen. Genug. Ja, das können wir auch zerlegen. Ist alles gewöhnlich, das bringt uns gar nichts. Ist ein bisschen bessere Rüstung, aber grundsätzlich. So, jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch an Quests haben. Das können wir dabei gar nicht machen. Das heißt, wir haben derzeit nur eine Odyssey-Quest.
Und das haben wir eigentlich alles abgeschlossen. Das heißt, wir müssen darüber. Und da könnten wir eigentlich. Sollten wir schnell reisen können. Das ist alles synchronisiert. Das ärgert mich jetzt wirklich, dass ich diese Quest so vermasselt habe, mehr oder weniger. War so nicht gedacht. Dieser NPC, diese blöde Nuss. Ah, wir müssen aber da rauf, weil das bringt uns gar nichts, wenn wir da... So. Ich werde gleich mein Pferd rufen, wenn wir da... So, oder? Das ist aber blöd. Aber ich denke mal... Was ich gut finde in der Hinsicht ist, das Spiel gibt dir die Möglichkeit, dass eine Quest fehlt, das Spiel läuft aber ganz normal weiter. Gibt auch Spiele, wo es das nochmal, ich meine, ja, jetzt im Nachhinein mit der Rache wäre es noch einmal machen, auch nicht schlecht. Was ist da oben? Da haben wir auch schon wieder Fragezeichen. Ella! Lass mich absteigen, kleines Pferd. Und dann muss ich so runter. Das ist ein kleiner Elite-Wolf. Das... Oh! Wieder was geschafft! Also die Orteeroberung und die Fragezeichen laufen definitiv besser wie diese eine Quest jetzt. So, was haben wir da Schönes? Irgendwelche Höhlen. Super, wo kann man da auftauchen? Das. Die hat sicher nicht. Die hat ja nicht ewig Luft. Super, der Schatz ist da unten. Das andere läuft echt gut, muss man echt sagen. Ne? Auch die Höhlen, das ist jetzt echt gut gelaufen. Ich will da nur jetzt endlich auftauchen. Lungen hat die echt gute, muss ich sagen. So, dann haben wir das auch gemacht. Haben wir da hinten auch noch etwas. Schön langsam haben wir ja diese Insel immer mehr gemacht. Was ist jetzt los? Was greift mich da an? Schon wieder so ein Mistvieh. So Wölfe gibt es da genug. Das ist immer definitiv so.
Da willst du nichts ahnen, dort in der Nähe. Nee. Das ist Karrieregeschichte für Pfeil. Okay, was haben wir da? Das ist sicher wieder Wrack des verlorenen Banditen. Okay, da gibt es einen Schatz. Kann aber nicht unter Wasser gehen, scheinbar. Oh ja, doch. Das Unterwasserzeug ist echt gut gemacht. Muss man echt sagen. Oft ist gerade unter Wasser immer. Sind das immer. Oh, da haben wir einen Schatz. Na schau. Da haben wir ja wieder was bekommen. Also mittlerweile, was haben wir, das haben wir auch schon gemacht, da hebt man Dakota RW. Okay, das ist eher was, glaube ich, fürs das Holzfällerlager, da wollte man nicht stehlen, genau. Das haben wir gemacht. So, dann werden wir da jetzt schneller hinreisen. Weil wir müssen eh darüber. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich hoffe, diese Spielart gefällt euch und das taugt euch so, wie ich das spiele. Wie gesagt, ich will wirklich doch so viel wie möglich mitnehmen. Das mit der Quest war jetzt echt ein bisschen blöd und ist dumm gelaufen. Ich habe mal gedacht, ich kämpfe da mit diesem Söldneranführer. Während, ja. So, da können wir aber nochmal runterspringen, definitiv. Genau, und darüber müssen wir. Weil ich denke, ansonsten haben wir hier... die rutscht da runter, das ist auch nicht schlecht gemacht. Ansonsten haben wir hier auf dieser Insel wirklich das meiste erledigt. Sind auch schon Stufe 6, das ist gut, weil da drüben bei diesem Tempel der Odysseus war, glaube ich, Stufe 6 angegeben. Wir waren Stufe 5 und die haben uns da ziemlich fertig gemacht. Ist auch eine Mördermenge an Gegner da drüben. Das werden wir sich noch anschauen. Aber jetzt kümmern wir uns definitiv einmal um diese Quest. Aber meine lieben Leute, das machen wir erst bei der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, wird nicht mehr vorkommen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.